Und in diesem Video zeige ich dir, wie du eine Markierung auf dem EC wieder lesbar machst. Es gibt solche Fälle, wo man die Markierung nicht wirklich ablesen kann, zum Beispiel unter einer Lupe oder unter dem Mikroskop. Und für solche Fälle zeige ich dir, wie du vorgehen sollst, um wieder die Markierung auf dem EC lesbar zu machen, um abzulesen, was das für ein EC ist und diesen eventuell auszutauschen. So, zuallererst kann man jetzt hier auf dem EC nichts erkennen, weil da noch die Flussmittel drauf sind. In der Regel kann man die Flussmittel mit Brennspiritus entfernen. Ich werde in diesem Video, beziehungsweise ist es besser, wenn man Aceton verwendet oder ein anderes Lösungsmittel, um einfach die bestehende Markierung von Verschmutzungen und anderen Verunreinigungen zu befreien. Mit Aceton geht das noch besser. Dazu einfach eine Zahnbürste nehmen und etwas Aceton auftragen. Einfach den EC sauber machen. Erstmal. Damit die ganzen Flussmittel runterkommen und die Vertiefungen der Markierung von ganzen Unreinigungen befreit werden. Dann sieht das so aus. Bei diesem EC lässt sich die Markierung eigentlich im Prinzip einigermaßen gut lesen, aber es gibt so Härtefälle, wo man eigentlich das gar nicht lesen kann, auch nicht unter dem Mikroskop. Und nachdem man den EC von Flussmittel gereinigt hat, braucht man einfach nur ein weißes Blatt zu nehmen und den EC einfach umdrehen und dieses weiße Blatt Papier einfach als, also eine Art Sandpapier zu benutzen, einfach den EC gegen das Papier zu schleifen in alle möglichen Richtungen, damit sich die Vertiefungen der Markierung mit weißen Papierteilchen sich befüllt und damit das Ganze lesbar dann im Endeffekt wird. So, und das Ergebnis sieht so aus. Ich hoffe, das ist für euch auch sichtbar, dass es wirklich deutlich, deutlich lesbar ist. Ich versuche es nochmal. Also, wenn ihr so einen Härtefall habt, dann könnt ihr diese Technik oder diesen Trick einsetzen, um die Markierung vom EC einfach abzulesen. Okay, ich hoffe, das war für euch nützlich. Ihr habt was daraus gelernt. Und in dem Sinne, lasst es liegen erleben, schone die Ressourcen.